Hi zusammen, Ingo hier. Willkommen zu meinem zweiten Monatsrückblick, was eine ganz, ganz schräge Situation jetzt gerade ist, weil wir haben tatsächlich noch Anfang des Monats. Der Monat hat sensationell angefangen, was ich einmal euch zu verdanken habe, weil ich habe den Monatsrückblick Mai am 1. Juni hochgeladen und das Feedback, was kam, bestärkte mich in dem, was ich nämlich vorhatte, nämlich genau sowas häufiger zu machen. Vielleicht sogar regelmäßig mal gucken. Jetzt gerade im angehenden Sommer ist natürlich viel los. Ich bin dann halt auch mal häufiger unterwegs, was im Laufe des Jahres mit Sicherheit nachlassen wird. Mal gucken, was so passiert. Genau für den Tag, an dem ich das Monatsvideo für Mai hochgeladen hatte, hatte ich auch Theaterkarten. Ich war abends noch im Theater. Und zwar muss ich mich einmal kurz mit dem Buch bewaffnen, weil ich habe keine Buchverfilmung gesehen, sondern ich habe eine Buchtheateraufführung-Adaption, eine Buchadaption fürs Theater gesehen. Und zwar ging es um Anna Basenas, als die Oma den Huren noch Taubensuppe kochte. Mal abgesehen von diesen grandiosen Namen, das Buch ist sensationell. Das ist eins meiner Highlights 2018 gewesen. Ich glaube, es hat sich den ersten Platz mit einem anderen Buch geteilt. Aber das Hörbuch, eingesprochen von Gerburg Jahnke, war ganz klar auf Platz 1. Und Gerburg Jahnke, die halt das Hörbuch hierzu eingesprochen hat, hat auch Regie geführt. Ich habe leider, kein Poster oder irgendwas ähnliches gesehen, was ich jetzt einblenden könnte. Das, was ich habe, ist das Programmheft. Ich werde es, denke ich, nachher mal größer einblenden. Und es sind halt auch ein paar Szenenfotos drauf zu sehen und so die ganzen Details. Also ich habe wenigstens etwas, das ist übrigens die Oma, großartig. Ich fand sie, ich blende den Namen der Schauspielerin ein, absolut super. War richtig gut besetzt. Oma, also das Buch, lebt von Charakteren, die immer mal wieder auftauchen, mal jetzt mal abgesehen von den zwei Protagonisten, Tinnen. Es lebt von der räumlichen Trennung, einmal Ruhrgebiet, Essen-Rüttenscheid, glaube ich, und Berlin-Kreuzberg. Es lebt sehr viel vom Dialekt und wenn so ein Stück halt im Ruhrgebiet aufgeführt wird, dann ist es halt nur, da ist kein Berlinerisch dabei. Das war halt so ein bisschen schwer zu trennen. Es wurden Handlungsstränge wurden rausgekürzt, was tatsächlich auch Sinn machte. Es wurden Sachen umgebaut, was völlig okay war. Es wurden Sachen anders umgesetzt, nämlich es gab sehr viele, ich habe jetzt nicht gezählt, aber sehr, sehr viele Musikstücke. Die Songs, die im Stück waren, waren so typisch Gerburg Jahnke. Sie hat sehr wahrscheinlich den gleichen Komponisten dabei gehabt oder so, der dafür verantwortlich war für die Songs. Da waren tolle Songs dabei und die Songs machten tatsächlich auch Sinn in dem Kontext. Also die gehörten da rein, weil die die Story halt weitererzählt haben oder man hat dadurch einen Charakter besser kennengelernt. Man konnte dann halt so in die Gedanken von diesen Charakteren reinschauen. Das fand ich sehr, sehr gut gelöst. Ich bin nicht der Fan von musikalischen Umsetzungen in Filmen oder sowas. Aber hier hat es Sinn gemacht. Die Songs waren jetzt nicht so unbedingt mein Geschmack, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Aber ansonsten hat das sehr gut funktioniert. Mein Fazit an dieser Stelle, es war ein sehr unterhaltsamer Abend. Es war gut, mir hat Spaß gemacht. Ich habe aber die Befürchtung, dass es sehr an der Oberfläche noch gekratzt hat. Das war jetzt keine super Umsetzung, die ich so auf den Podest stellen würde, mit 5 Sternchen gekrönt. Nee, das war gut, das war schön, das hat mich gut unterhalten, Punkt. Und ich bin auch froh, dass ich da gewesen bin. Meine Empfehlung, falls ihr die Gelegenheit habt, mal eine Theaterführung zu einem Stück zu sehen, falls ihr selbst Bühnenstücke, Bücher auf die Bühne bringen wollt. Hi Linda.
dann tut das doch einfach viel häufiger auch. Das lohnt sich. Ich habe jetzt die Oma habe ich gesehen und ich habe im Februar, März habe ich ein Fitzek-Stück gesehen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Was eine ganz, ganz kleine Bühne war, was ein Laien-Schauspiel war. Das war jetzt eine richtige Großproduktion. Das war unglaublich toll inszeniert. Sound war auch gut. Das ist beim Theater ja jetzt auch wichtig, ne? Weil die Leute rennen da ohne Mikrofone rum. Und das muss man halt in einem großen Theater tatsächlich ja dann auch alles hören und so. Das hat Spaß gemacht. In 4 Tagen ist Pfingsten. Und Pfingsten habe ich volles Programm. Nämlich das Seefest, wie heißt das hier? Kemnade in Flammen. Und zum Once Upon a Time Festival in Dortmund auf der Zeche Zollern. Sushi. Was sind das? Häschen. Häschen sind das. Hier sind die Olksken. Wo ist es da? Da, Augen. Öhrchen. Ich sehe nur Hände. Häschen. Ich sehe, du hast hier eine super leckere Krakauer. Ja. Was fehlt da? Überlege ich jetzt mal ganz scharf. Nein, da gehört keine Soße drauf. Da gehört kein Ketchup drauf, da gehört kein Mayo drauf, da gehört gar nichts drauf. Das wird so gegessen. Doch. Doch, da gehört Ketchup. Nein. Barbecue-Soße. Da gehört natürlich Senf drauf, ganz ohne Frage. So, wir haben uns hingesetzt. Zum Erfrischen und ich bin in Begleitung hier unterwegs und ich habe gerade zwischen den Zeilen hören können, ihr habt euch beide einen Spitznamen gegeben. So, das ist einmal der Tim,
Ja, das ist der Tim. Sag mal, hallo Tim. Nee, Tim. Hi Tim. Und das ist die Melanie. Hallo. So, ihr habt beide gesagt, wie wollt ihr euch jetzt nennen? Sie war die Mayo. Genau. Und die Barbecue-Soße. Ich bin auf dem Bild. Ja, du sollst auch auf dem Bild sein. Nein! So, wir haben es geschafft. Bevor ich die beiden jetzt aufs Töpfchen lasse. Nein. Ja, bitte dringend. Eine abschließende Frage. Wie hat es euch gefallen? War super! Für mich war es ja das Melanie erste Mal ist so weit also hinten im Dunkeln, die sehe ich ja gar nicht. Ja. Aber das ist ja. Nicht. Hier bin ich. Hat euch gefallen? Ja. Ja. Für das erste Mal, dass ich da war, war es super. Ja, ne? Feuerwerk war cool, oder? Das war cool. Ja. War cool, wie jedes Jahr. Genau. ich fahre jetzt, also nicht jetzt, aber wir sehen uns gleich in Dortmund auf der Zollern. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Und euch wünsche ich gleich einen schönen Abend, einen friedlichen Klogang. Dankeschön, Ingrid. Und dir eine gute Heimfahrt.
Also geht das einer, was ich mal anwende. So, alles klar.